Ihr seid todlangweilig, alter Mann. Wir gehen lieber. Entschuldigt, aber einige von uns sind Magier, inklusive mir selber. Einige sind Magier, bei allem, was gut und heilig ist. Haltet ein auf eurem bösen Weg. Magie führt zu Elend und Verderbnis, ein Handwerk voller Sünde. Auch wenn es mich schmerzt, mich hier in der Gegenwart solch abscheulicher Nekromanten zu befinden, werde ich mit meiner Predigt fortfahren. Um ein Anhänger von dem Mate zu werden, braucht ihr ein einzig eure weltlichen Besitztümer zu entledigen. Ihr werdet die Welt durchwandern und an anderer Stadt leiden. Ihr werdet das Wort weitertragen, wie ich euch das Wort weitergetragen habe. Nun, was denkt ihr? Werdet ihr euch eure Besitztümer entledigen und dem Marder folgen? Klar doch, wir entledigen uns an unsere Besitztümer, jetzt sofort. Wir sind dem Marder treu ergeben. Tut uns leid, Alter, aber wir haben Besseres zu tun. Was ihr erzählt, hört sich interessant an, und wir haben jetzt weder Zeit noch Lust. Wir haben Besseres zu tun. Eure Entscheidung ist unvernünftig. Eure Sinne sind offensichtlich von den vielen Lastern benebelt, denen ihr euch hingibt. Ihr dauert mich. Lebt wohl. Ja, nein, danke. Der Typ wollte uns definitiv... Oh, hi. Fressbrennenden oder vielleicht frostigen Tod! Hebt doch nicht so lange, das Untote übernehmen. Wie ich gehofft hatte. Also ja, hier geht's auch runter ins ausgetrocknete Flussbett. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Ich finde immer lustig, wie Dorn meint, dass wir müde sind, wenn er müde ist. Aber zum Glück hat der Anfang der Müdigkeit noch keine so großen Auswirkungen. Das ist übrigens interessant zu sehen. Hier kann man nirgendwo weiter. Auch wenn man es gar nicht so richtig erkennen kann. Ja, gehen wir mal hier drüben. Runter ins Flussbett. Hallo, Zombie. Hallo, Horde der Zombies. Das wird kein schneller Tod. Sänger der Nacht, gebt mir möge die Dunkelheit hinaus. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, Untote vertreiben. Das ist sowas von sinnlos eigentlich, weil sie dann wirklich wegrennen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Thank you.
Ja? Wie ihr wünscht. Wer kann eigentlich das alles tragen? Dieb kann es nicht tragen. Bade könnte es tragen. Theoretisch ja. Aber ich habe schon etwas, was mir Schutz gibt. So, der komplett ausgetrocknete Fluss. Das wird kein schneller Tod. Alles wegen des lieben so, Kobolde. Aber nur ein paar normale Kobolde. Und auf dieser Seite geht's nirgends weiter, weil hier unter der Brücke alles eingestürzt ist. Diese Weltverbesserer kotzen mich an. So, das heißt, auf der Seite geht es gar nicht weiter. Oh, Kobold. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, das heißt, wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, über die Brücke zu gehen. Die Staubwolken hier unten sind lustig. Die hat man im normalen Spiel so nicht gesehen, weil auf der Karte nichts animiert wurde. Also mal abgesehen von den Markern, die uns angezeigt haben. Da ist Poe. Hallo, ihr da. Ein gesundes und munteres Hallo, meine Freunde. Schönen Tag. Heute findet ihr nicht auch? Es war hier nicht immer so ruhig und schön, wie man leicht an den Ruinen rings um uns herum erkennen kann. Es war schon eine tragische Zeit für die Gegend, so vor 300 Jahren. Es gibt eine Menge Geschichten zu erzählen. Geschichten von Helden und Schurken, die seither hier verweilten und wieder gingen. Wollt ihr vielleicht eine solche Geschichte hören? Es ist ein Epos, an dem ich seit geraumer Zeit arbeite. Es basiert auf den Gerüchten, die mir zu Ohren gekommen sind und den wundersamen Dingen, die ich in meinen nächtlichen Träumen sehe. Was sagt ihr? Ja, oh ja, ich würde eure wunderbare Geschichte zu gern hören. Fangt an, junger Barde. So, vom Bardenkollege zum Bardenkollege. Wunderbar, macht's euch bequem. Es handelt sich um ein poetisches Traktat, das ich die Ritter aus vergangenen Tagen nenne. Ich weiß, ich muss noch ein wenig am Titel arbeiten, aber in seiner Seele ist das Stück schon sehr wahrhaftig. In alter Zeit, in alten Tagen, so manch Geschichte sich zugetragen, von Rittern und von Kerkerhöhlen und brüllend brechend Meereswellen. Diese hier ist wirklich wahr, erzählt von einer Ritterschaft, von Heldenmut und von Verrat und Rache nach der feigen Tat. Die Rittersleut zu zweit, zu viert, dem Schwur getreu, nichts zu verlieren, dem Bösen zeigten weiter nicht und kämpften, dass es werde Licht. Doch Licht allein ist nicht genug, wenn über allem liegt ein Fluch. Aus tiefsten Flammen schlagen, doch keiner wagt es laut zu sagen. Nach großem Kampf und kühner Schlacht am Ende krümmt die böse Macht am Boden sich und ist besiegt, Verrat jedoch auf Lauer liegt.
Der einst Freund, nun wahrer Feind, das Gold, das glitzern vor ihm scheint, gibt Anlass ihm dem Verrat? In dunkler Nacht kommt es zur Tat. Die Helden all im sengen Schlaf des Messers Schneid im Herzen traf. Was trennt denn noch den Mensch vom Tier, wenn Edelmut erliegt der Gier? Gold in Händen, Freund verraten, allein mit seinen finsteren Taten. Sucht er den Weg hinaus ans Licht, vergebens, doch er schafft es nicht. Groß die Wut, groß der Verlust, Tränen fallen auf der Witwen Brust. Weisen nach den Vätern schreien, der Albdruck nachts ist schwer wie Stein. Auf Wacht die Waffen ewig stehen, mit Wut im Bauch noch nie gesehen. Sie warten bis ans Ende der Zeit, so rächen sich für all das Leid. Das Schicksal kann recht grausam sein, der Tod bringt nach dann nicht Trost allein. Bis an ihr Ende wollen sie stehen, ihr Ehrgefühl getröstet sehen. Gemeinsam stehen, gemeinsam fallen, so ist der Schwur geschworen von allen. Und alle sehen und warten lang, vom letzten Tag ist keinem bang. Ich sah sie nicht, doch hört ich sagen von Rittern aus vergangenen Tagen. Die trotzen stolz der Tyrannei, sind sie auch tot, ihr Volk ist frei. Das ist ein interessantes Lied, junger Barde. Wisst ihr, ob es wahr ist? Steckt nicht in allem ein Pünktchen Wahrheit? Ich weiß zwar nicht, wie wahr diese Geschichte ist, da ich sie nur vom Hörensagen kenne, aber immerhin ist es sicher, dass ich für Kundschaft sorge, wenn ich mich irgendwo niederlasse. In welcher Szene sind die Leute hellauf begeistert? Wirklich wahr. Kompletter Blödsinn, den ich auf keinen Fall nochmal hören will. Eine sehr bewegende Geschichte. Hier nehmt diese 10 Goldmünzen, auf dass sich euch eure weitere Reise finanzieren. Euch steht eine glänzende Zukunft bevor, badischer Künstler. Mögen euch eure Reisen Reichtümer bringen. Danke euch für euer Lob. Es freut mich sehr, wenn ich euch unterhalten habe. Wenn es auch nur für einen flüchtigen Moment einer kurzen Geschichte war. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Unser mangelnder Fortschritt enttäuscht mich. Nach den Ruinen der Feuerweinbrücke habe ich einen Barden getroffen. Er erzählte die mitreißende Geschichte einer Gruppe Schwertkämpfer, aus deren Mitte einer die anderen hinterging. Ihre Geister können keine Ruhe finden, ehe die Gruppe nicht wieder zusammengeführt ist. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, wo war der Eingang in diese die Feuerweinbrücke? War der noch ein Stück weiter vorne? Weil hier war er nirgends. Worum geht es? Ja, wie ihr wünscht. So, Nera sollte nicht nach vorne. Das wird kein schneller Tod. Das wird kein schneller Tod. Ach stimmt, der Eingang war neben der Brücke. Wieder ein Gegner. Olaf, ja? Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Geld, Edel. Ring, Edelstein, Geld. Das ging an die falsche Person. Ja, hier wäre der Eingang in die Feuerweinruinen. So, allerdings werde ich jetzt erst einmal hier speichern. Das wäre jetzt Let's Play 16.
Speichern. Hä? Achso, ich habe immer... Ne, ich habe doch richtig geschrieben. Let's Play 016. Speichern. Jo, gespeichert. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.